Es gibt definitiv nichts Besseres, als mit dem Boot eine schöne Runde zu drehen. Man vergisst alles um sich und zu und kann einfach mal entspannen. Und wenn man das noch als seine Arbeit nennen kann, ist das natürlich perfekt. Ich begrüße euch herzlich hier auf dem Kanal Videocheck zu einer neuen Folge von Boat Life. Und wir erkunden heute mal den Küstenkanal. Und bevor das Boot am Montag aus dem Wasser rauskommt, ab geht's. Warum kommt das Boot raus? Das Boot kommt für circa eine Woche raus aus dem Wasser. Da wird Anti-Fouling neu gemacht, die Zinkanoden werden einmal durchkontrolliert. Der Prop wird sich einmal angeschaut und gucken, was man da noch so machen kann. Und dann kommt das Ganze auch ganz, ganz zügig wieder ins Wasser, weil ich hier gerne auf dem Boot bin, täglich auf dem Boot bin. Das ist ideal hier zum Arbeiten, zum Entspannen. Und deswegen möchte ich das nicht im Winterlager verschimmeln lassen. Es ist ja ein Stahlboot, das heißt, man kann es auch drinnen lassen, das ist kein Problem. Das ist ja nicht wie beim GFK-Boot, wo es dann im Winter gerne mal knack macht. Wobei im Winter haben wir dieses Jahr eh nicht. Der Hund ist wie immer faul am Schlafen hier. Wir haben enorm geiles Wetter, die Sonne kommt mal raus. Normalerweise um diese Jahreszeit ist schlechtes Wetter. Wir hatten, glaube ich, seit gefühlt 4 Monaten nur Regen. Und dann werden wir die Zeit auf jeden Fall nutzen, bevor wir nächste Woche nicht mehr fahren können. Ich freue mich mega drauf. März, Schleuse, Osterhausen, das Ganze ist wieder geöffnet, man kann komplett durchfahren. Und aber Montag, wie gesagt, geht es erstmal zu Siemer hin. Bei Siemer machen sie Anti-Fouling neu und könnte ich auch selber machen. Ist aber der Aufwand nicht wert und das ist dann nicht so teuer, das kann man da wohl aushalten. Und deswegen lasse ich das einfach machen. Fertig. 2 Brücken werden dann für mich geöffnet. 11 Uhr habe ich Brückentermin und dann mal gucken. Ich hoffe, das Ganze geht schnell vonstatten und ich kann schnell wieder in und aufs Wasser. Mama Laura. So, fahren macht natürlich hungrig. Und Wasser macht ja sowieso hungrig, also Wassersport, ne? Lockt man die Bewegung. Und das heißt, wir können jetzt erstmal anfangen zu kochen. Ich werde heute ein richtig geiles 2-Gänge-Menü zaubern. Und zwar, Moment, Ravioli. Gab es günstiger, ist glaube ich sogar noch mit D-Mark ausgezeichnet. Nein, Quatsch. In pikanter Soße und dazu einen schönen Red Bull. Was ich dummerweise irgendwie immer vergesse, dass ich Dosen nehme, die oben so eine Lasche haben. Weil ich habe irgendwie, ich habe hier alles, sogar 2 Komponenten Flüssigmetall. Aber kein Dosenöffner. Vielleicht gibt es ja mal einen Sponsor. Der wird dann auch jedes Mal namentlich ernannt, wenn ich hier am Kochen bin. Logbuch müssen wir noch eintragen, ganz wichtig. Das mache ich halt, weil ich privat und geschäftlich trennen muss. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir die Dose aufkriegen. Zum Glück habe ich ein Schweizer Taschenmesser, was ich aber immer zu Hause lasse, damit ich das nicht verliere. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, was der Werkzeugkasten sagt. Dann gehen wir jetzt hier erst mit diesem sehr hygienisch wirkenden ölverschmierten Schraubenzieher rein. Ja. Das ist auch ein Tutorial für Menschen, die sich wirklich in der Natur versuchen, selbst zu ernähren. Ne. So hart am Limit hier, nicht mal Frikadellen mit dabei. Jetzt versuchen wir das Ganze mal ohne Metallstückchen hier aufzukriegen, aber es sieht gut aus. Ich bin schon ein richtiger Dosenprofi, also ich könnte durchaus Chefkoch werden. Jetzt mache ich die Drehtaktik. Ja, man muss auch 2 Zangen mit haben, das ist zum Kochen ganz wichtig. Dass man 2 Zangen hat. Weil sonst müsst ihr wirklich den ganzen Tag diese Dose angucken. Ah, hier, es geht genauso schnell wie mit dem Dosenöffner. Viel, viel besser sogar, oder? Ich Idiot, ich habe doch ein Funkgerät. Ich hätte doch auch Mede rufen können. Aber jetzt ist die Dose schon professionell geöffnet. Der Fernseher ist professionell eingesaut. Aber guckt euch das Ergebnis an. Das ist jetzt so kochbar, also genießbar. Ich hoffe, ohne Metallstücke. Zum Glück habe ich einen Vorkoster immer mit an Bord. So, erstmal Gas an. Das Gas ist an, so. Als Mann muss man zwischendurch sowas mit nach Hause nehmen und professionell von der Frau in der Spülmaschine reinigen lassen. Man nehme die Dose und kippe den Inhalt.
Ist aber verdammt flüssig. Ne? Normalerweise ist es doch nicht so flüssig. Ich hätte vielleicht nicht in der Restpostenabteilung einkaufen sollen. So, stellen wir das Ganze mal drauf. Ja, ich werde dann wahrscheinlich gucken, dass es von innen noch leicht blutig ist. So, während das Ganze am Köcheln ist, werden wir uns ins Logbuch eintragen. So, was schreibe ich denn mal rein? Es war ein sehr stürmischer Tag. Essenszubereitung war sehr schwierig. So, ganz wichtig, zwischendurch rühren. Dass sie auch von allen Seiten gleich blass sind nachher. Ich weiß ja nicht, wer selber Boot fährt, aber ich habe mir das abgewöhnt, hier zu braten drin. Da hole ich mir nochmal einen Campingkocher mit raus, beziehungsweise ich mache das mit dem Kontaktgrill und dann über den Stromerzeuger. Weil das Problem ist hier echt, dass das riechst du hier. Das ist, hier ist zwar oben so eine Lüftungsklappe, aber das zieht so richtig in die Gardinen und alles rein. Da vorne ist das Bett, da schläft man. Das Ganze lasse ich jetzt nochmal gut ruhen. So, dann brauchen wir natürlich noch was aus dem Kühlschrank. So, nehmen wir diesen hier. Das ist mit Kirschgeschmack und der muss weg. Der war auch im Angebot beim Restposten. Lennox, du brauchst mich gar nicht so angucken. Du hast schon ein Fressen gehabt heute. Du kriegst heute nichts zu fressen mehr. Nein, keine Chance. Keine Chance. Die Katja, da haben wir ganz schön Zahn drauf, doch. Gegen eine Einmalzahlung von 10 Euro werde ich euch wahrscheinlich nicht verpfeifen. Binnenschiffer oder Berufsschiffer hassen Sportboote. Sportbootfahrer, so wie mich. Hat wohl seinen Grund, ne? Das ist der Neid, weil die kein Ravioli haben. Ne? Die haben ja gar nicht so eine leckere Küche wie ich. Die müssen natürlich, weiß ich nicht, was sie essen. Altöl und Schweröl. Wollen wir kurz den Liegeplatz hier zeigen? Lennox ist auch startbereit. Und hier bin ich öfter, hier ist es eigentlich ganz schön. So, essen. So, das Ganze schon mal anrichten. So, ein Teller, man soll ja immer vom Teller essen, hat meine Frau gesagt. So, bin gespannt, wer auf jeden Fall zur Schleusenöffnung kommt. Ich werde auf jeden Fall mit Drohne und alles drum und dran fliegen wahrscheinlich. Freue mich auch, wenn Anti-Fouling neu ist. Und dann geht's ab. Guten Appetit. Schmeckt so ein bisschen leimig irgendwie. Mitten im Zweiten Weltkrieg. Der berühmteste Luxusliner der Welt. Ich werde jetzt artig aufessen, damit wir schönes Wetter bekommen. Dann kletter ich in die Achterkajüte, mache ein bisschen Schönheitsschlaf. Und wenn ihr ein Abo da lasst, dann sehen wir uns morgen auch wieder hier auf Videocheck Boat Live mit eurem Paul Kramer.